In diesem Video erkläre ich dir Logic's neuen Drum Synthesizer. Ich erkläre dir alle Parameter des Drum Synthesizers. Ich zeige dir, wie du effektiv mit dem Plugin arbeiten kannst, indem du es sowohl im Arrangierfenster als auch im neuen Step Sequencer anwendest. Und ich zeige dir, wie du den Drum Synth mit dem erneuerten Drum Designer verbinden kannst. Es gibt also viel zu tun, legen wir gleich los. Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist auf diesem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Um den Drum Synthesizer zu öffnen, gehst du einfach hier auf die Instrumentenspur und wählst Drum Synth aus. Jetzt öffnet sich das Fenster, das sehr, sehr schmal und übersichtlich aussieht und ich zeige dir kurz alle Parameter. Pro Instanz kannst du nur ein Instrument öffnen. Also das hier ist im Moment die Kick und die kann ich über mein MIDI-Keyboard oder über die Maus direkt anspielen. Ich kann aus verschiedenen Kicks auswählen. Das war jetzt die Heavy Kick. Wir nehmen mal hier die Tight Kick. Im Fenster hier drüber kannst du verschiedene Instrumente auswählen, also andere Instrumente, Percussion, Hi-Hats, Snare-Drums und so weiter. Dazu kommen wir gleich. Ich habe jetzt also meine Tight Kick hier ausgewählt und könnte den Sound jetzt hier formen. Ich könnte sie zum Beispiel pitchen. Das, was du hier siehst, ist so ein Mix aus Equalizer und Sättigung, Distortion-Plugins. Ich versuche mir mal hier gerade einen Drum-Sound zu formen von der Bass-Drum, der mir gut gefällt. Ich mag es gerne so ein bisschen trockener jetzt hier. Das Decay ist wichtig, denn es bestimmt den Ausklang deiner Drums. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann klingt sie länger nach. Und je weiter ich runterdrehe hier, desto kürzer wird sie. Okay, Volume ist klar. Und dann hast du hier unten noch die Auswahlmöglichkeit Mono, Poly oder Gate. Bei Gate ist es so, dass dieser Decay-Button hier im Prinzip, oder dieser Decay-Drehregler hier im Prinzip ausgeschaltet ist. Du hast nur ein One-Shot-Sample. Egal, was ich hier mache, das ist wichtig zu wissen. Also Decay für Ausklang. Ne? Ich gehe hier wieder auf Mono, dann haben wir hier noch Key-Tracking. Wenn Key-Tracking on ist, kannst du auf deiner Tastatur von deinem MIDI-Keyboard die Tonhöhe verändern, ist den Tasten zugeordnet. Okay. Und wenn du es aus hast, hast du immer nur ein Sample, egal welche Taste du drückst. Okay, ich mach's aber wieder an. Wir versuchen uns jetzt mal ein Beat zu bauen mit diesem Drum Synth. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Einmal, du legst Einzelspuren an, wie ich hier schon angefangen habe. Das heißt, für jedes Instrument, wie du es von einem akustischen Schlagzeug her kennst, für jedes Instrument legst du eine neue Spur bzw. einen neuen Track an. Oder du kannst diesen Drum Synth auch unter dem neu designten Drum Designer hosten. Ich zeige dir beide Möglichkeiten. Wir fangen jetzt mal so an, dass wir einzelne Tracks für einzelne Instrumente anlegen. Ich habe ja schon mal ein Bassdrum-Pattern programmiert. Als nächstes möchte ich die Snare-Drum einspielen. Das heißt, ich kopiere einfach die Spur hier und in diesem Fall wähle ich jetzt eine Snare-Drum aus. Nehmen wir einfach die. Was das Coole an diesem Drum Synth jetzt ist, ist, du kannst ihn sowohl im Arrangement-Fenster benutzen, aber du kannst ihn auch im Step-Sequencer benutzen. Wenn ich jetzt hier also einfach eine Pattern-Region eingebe von Logic's neuem Step-Sequencer, dann kann ich meine Snare-Drum jetzt hier einzeichnen, weil ich zum Beispiel die Stärken, so wie die Notenverdopplung und sowas, weil ich die gerne jetzt für diese Snare-Drum nutzen möchte. Also du kannst also MIDI-Spuren und Step-Sequencer-Spuren mischen und die Stärken aus beiden dir rausziehen für so eine Drum-Performance. Ich mache das jetzt, ich programmiere die Snare Drum hier. Okay, jetzt greife ich hier drauf zu. Ich möchte hier zum Beispiel bei dem letzten hier möchte ich einen kleinen Roll machen. Das kann ich jetzt hier über die Notenwiederholung machen. Bauen wir hier mal einen Roll ein. Und dann kann ich hier auch sehr, sehr schnell die Velocity bearbeiten. Das geht im Step Sequencer auch recht schnell. Ich mache das hier als Ghost Notes. Auch den Roll leiser. Okay, das funktioniert recht zügig in diesem Step-Sequencer und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht für so kurze Grooves oder kurze Beats. Wir machen mal weiter mit der Hi-Hat. Ich dopple die Spur einfach wieder. Wähle mir jetzt eine Hi-Hat aus unter Hats und Cymbals und wir nehmen die Smooth Hi-Hat. Ja, auch die programmiere ich über den Step-Sequencer. Ich nehme wieder hier eine Step-Sequencer-Region und zeichne die ein, indem ich die Maus gedrückt halte. Ich
Mal reinhören. Okay, das klingt schon gar nicht schlecht. Ich gehe mal hier auch auf 32 Schritte. Dann kann ich hier noch, wenn ich möchte, zum Beispiel andere Velocity-Werte einbauen, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen. Das klingt jetzt gar nicht schlecht, aber die Hi-Hat hier klingt noch ein bisschen statisch. Und deswegen würde ich gerne ein paar Sachen automatisieren und würde den Sound vor allem ein bisschen manipulieren. Und das möchte ich über Automation machen. Und das ist jetzt hier in diesem Step-Sequencer richtig cool, den ich über den Jump-Synth hier verwenden kann. Du gehst einfach hier auf Learn und dann schaltest du deine oder Spur hier ein. Das ist meine Hi-Hat. Und jetzt klicke ich hier auf den Parameter, den ich automatisieren möchte. In diesem Fall ist das Tone, das ist der Pitch. Und wir können auch noch einen zweiten nehmen, zum Beispiel Decay oder Crush. Und jetzt siehst du hier, und das finde ich einfacher als im Piano Roll, hast du hier die Möglichkeit, diesen Wert, also Pitch und Crush, so ein Tonformungsparameter, hast du die Möglichkeit, den hier direkt im Step Sequencer zu manipulieren. Und das finde ich hier tatsächlich einfacher. Wichtig, dass das funktioniert, ist, dass du einen Step einzeichnest. Ja? Wir zeichnen hier also wir machen die Steps aktiv, wie immer man das auch nennen möchte. Ich schalte Lernen wieder ab. Jetzt kann ich hier rüber und kann eine Automation einzeichnen. Ich möchte jetzt zum Beispiel, dass meine Hi-Hat hochgepitcht anfängt, runtergepitcht wird und zum Ende des Beats wieder hochgepitcht ist. Das geht jetzt hier wirklich recht schnell mit dem Einzeichnen, wenn man gut zeichnen kann. Probieren wir es mal. Okay, und den Crush-Wert, den ziehe ich einfach nur nach oben oder langsam nach oben. Hören wir jetzt rein. Natürlich kannst du auf diese Einzelspuren jetzt auch Effekte einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Snare Drum hier Hall möchte, gehe ich einfach hier rein und nehme mein, zum Beispiel ist ein Chroma-Verb. Und wir können hier einen Hall drauf einsetzen auf die Snare Drum. 80s Drums zum Beispiel. Vielleicht nicht ganz so groß. Vielleicht noch ein bisschen Percussion dazu. Jetzt zeige ich dir aber noch Möglichkeit Nummer 2, wie du mit dem Jump Synth arbeiten kannst, und das ist, indem du ihn unter dem erneuerten Drum Machine Designer hostest. Ich habe ja schon mal den Drum Machine Designer reingeladen und du siehst jetzt, dass er mir hier parallel dazu auch schon eine Spur geladen hat, und die erste Spur hier ist frei. Ja, das ist die hier von diesem Pad oder von diesem Feld, und hier kann ich mir jetzt meinen Drum Synth reinladen. In dem Fall möchte ich genau diese Kick. Und er zeigt dir auch gleich, wo sie liegt, also wie sie gemappt ist. In dem Fall ist die jetzt auf C1. Wenn ich jetzt eine Snare Drum dazu haben möchte, gehe ich einfach auf das Plus hier in diesem Feld. Ich kann mir hier auch wieder meinen Drum Synth reinladen. Wähle in dem Fall Snare Drum aus. Und dann nehmen wir einfach genau auch die, die wir gerade schon hatten. Und du siehst auch, wie sie gemappt ist, in diesem Fall auf Cis. Wenn du das nicht möchtest, kannst du sie auch anders mappen. Ja, ich kann sie hier auch zum Beispiel, ich könnte sie jetzt hier auf D mappen, wenn ich möchte. Wenn du alle Instrumente gleichzeitig anspielen möchtest, dann kannst du das nur über diese Spur hier machen. Du musst also auf die Host-Spur oder auf den Drum-Bass oder wie du es nennen möchtest. Ja, das kann ich jetzt hier oben machen. Du musst jetzt natürlich hier, wenn du mit dem Drum-Designer arbeitest, nicht nur Sounds aus dem Drum Synthesizer nehmen, du kannst auch ganz normale Samples nehmen. Ich nehme jetzt mal hier einen Loop raus, zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Hi-Hats. Wenn das jetzt deine Samples wären, es kann auch ein Sample Library jetzt sein, die ziehe ich einfach hier drauf, was ist das auf D. Dann lädt er mir das rein und dann wird der Quick Sampler hier mit reingeladen. Jetzt kann ich hier mal vorhören und kann gucken, wie die Sache klingt. Ich möchte mir jetzt hier nur eine rausschneiden, nehmen wir mal diese Hi-Hat hier. Die ist auf D. Und dann habe ich meine Hi-Hat hier schon reingeladen über einen Sampler und kann jetzt auch direkt hier das Drum Kit direkt anspielen.
und so weiter. Wie gefällt dir der neue Drum-Synth? Wirst du damit arbeiten oder lässt du den eher links liegen? Schreib es mal bitte unten in die Kommentare. Wenn du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest über das neue Logic Update 10.5, dann schau einfach in diese Playlist rein. Da lade ich alle neuen Videos zum Logic Update 10.5 rein. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!